Was passiert eigentlich mit dem Abfall, wenn er abgeholt wird? Hallo Kinder, ich bin's wieder, der Hansi. Wir sind heute in der Sturzgasse beim Recycling Center der Holding Graz. Und wir schauen uns heute an, was mit eurem Abfall passiert. Kommt mit! Du hast vielleicht schon mal das Wort Recycling gehört. Das ist Englisch und bedeutet Wiederverwertung. Alte Glasflaschen können zum Beispiel eingeschmolzen werden und daraus werden dann wieder neue Glasflaschen gemacht. Auch aus altem Karton wird wieder Karton. Beim Bioabfall ist das anders. Aus deiner alten Bananenschale wird keine neue Schale. Aus dem Bioabfall wird nämlich sogenannter Kompost hergestellt. Der kommt dann im Garten in die Erde, aus der wieder neue Pflanzen entstehen. Aber was passiert eigentlich mit unserem Restmüll? Das schauen wir uns gleich an. Kommt mit! Der Restmüll wird von der Holding Graz in einer großen Halle gesammelt. Dort kommt er dann mit Hilfe von Baggern in die Abfallbehandlungsanlage und dort wird der Müll zerkleinert und geschreddert. Am Schluss wird er verbrannt und daraus wird dann neue Energie gewonnen. Das war's für heute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer Hansi. Fragt den Hansi, eure Holding Graz.